Ja, fröhliche Stimmung, gute Stimmung werden in jedem Falle auch meine Gäste heute mitbringen, die ich bei Wir in Bayern begrüße. Daheim ist daheim. Die tägliche Dorfsaga des bayerischen Fernsehens feiert Jubiläum. Zum 500. Mal geht die Dorfsaga heute über den Bildschirm. Und deswegen begrüße ich hier bei uns im Studio drei der Hauptdarsteller. Nämlich einmal die Heidrun Gärtner. Die ist ja die Annalena Brunner, wie alle eingefleischten Daheim ist daheim Zuschauer natürlich längst wissen. Außerdem ist zu meiner Linken der Martin Wenzel, Annalenas Bruder, der Ludwig Brunner. Na, nicht der Bruder, der Neffe. Der Neffe? Um Gottes Willen, habe ich schon was. Ja, das ist eine schwierige Verwicklung. Und jetzt kommt eine ganz schwere Aufgabe für mich. Er heißt im wirklichen Leben Wenzel und der Herbert Ulrich heißt aber im nicht wirklichen Leben Wildner. Ich werde mal sehen, wie oft ich heute Wenzel und Wildner durcheinander bringe. Sebastian ist auch okay. Also, Sebastian Wildner ist in der Serie der Tierarzt und hat Annalenas Herz erobert. Genau. Also erstmal schön, dass ihr da seid. Und ich habe mich gefragt, habt ihr heute drehfrei? Hat man euch aus dem Drehbuch rausgeschrieben, damit ihr heute überhaupt bei uns sein könnt? Wir haben drehfrei. Pause. Montags haben wir immer drehfrei. Ah, montags ist immer drehfrei. Genau. Ist aber auch der, so ziemlich der einzige Tag in der Woche, oder? Den braucht es auch, weil man hat ja auch Arzttermine und sonstige Dinge, die man sonst nicht gut Ja, das kann. Leben steht eigentlich still sonst unter der Woche, gell, wenn man dreht. Das ist ganz normaler Arbeitsrhythmus, wie in jedem anderen. Aber auch am Wochenende. Ja. Also Text lernen. Ja, das stimmt. Richtig. Also ihr werdet uns gleich erzählen, wie das bisher mit 500 Folgen Daheim ist daheim so gewesen ist. Und jetzt möchte ich auf jeden Fall noch in unserer Runde auch unseren Hausarzt begrüßen, Dr. Klaus Tiedemann. Danke, Sabine. Für dich kommt jetzt die Stunde der Wahrheit, mein lieber Klaus. Hä? Hast du denn schon mal Daheim ist daheim geschaut oder bist du um die Zeit noch in der Praxis? Jetzt aber. Ja, das muss ich bekennen, das darf ich nicht rot werden. Also normalerweise muss ich um die Zeit tatsächlich noch arbeiten. Die einzige Möglichkeit, das zu sehen, ist im Urlaub. Wobei, ich muss natürlich sagen, Mariandl, meine Schwiegermutter, verpasst keine Sendung. Und die erzählt dir dann immer alles, was jetzt so passiert. Und wenn ich sie jetzt Mariandl genannt habe und sie schaut zu, dann frisst es mich halt auf den Arsch. Vor Liebe. Ja, und sicher. Zuneigung. Du, unser Thema, Klaus.